Herr Fischer, Sie haben kürzlich ein Buch mit dem Titel Die Verzauberung der Welt veröffentlicht. Und darin treten Sie gegen das verbreitete Vorurteil an, dass Wissenschaft die Welt nicht entzaubert, sondern ganz im Gegenteil verzaubert. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen? Also die Erfahrungen, die mich dazu gebracht haben, ist mein eigenes Nachdenken über die Naturwissenschaften. Ich habe zwar immer die Antworten gegeben, die von Lehrern und Professoren auf der Universität erwartet wurden, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das danach erst richtig losging. Und dann dachte man weiter darüber nach und irgendwann merkte man, ich kann jetzt mit den Antworten, mit denen ich die Prüfung bestehe, eigentlich nicht zufrieden sein, weil auch dann erst das Fragen anfängt. Also das Beispiel, was ich immer gerne vorführe, ist: Sie wissen ja, dass Gegenstände nach unten fallen. Also sonst würde ich ja auch gar nicht in dem Sessel sitzen können. Ich sitze ja nur in dem Sessel, weil ich nach unten falle. Und die Frage ist, wie kommt das, dass Gegenstände nach unten fallen? Da hat der griechische Philosoph Aristoteles lange drüber nachgedacht, aber sehr ungeschickt. Denn zum Beispiel, er ist gar nicht auf die Idee gekommen, mal zu prüfen, wie Objekte nach unten fallen, dass sie zum Beispiel immer schneller fallen. Für ihn war nur wichtig, dass sie ein Ziel haben unten und deshalb hat er das dadurch erklärt. Also Gegenstände fallen die nach unten, weil die unten sein wollen oder weil die ihren Platz unten haben. Aber das ist natürlich keine gute Erklärung. Übrigens, wenn Sie diese Frage im Kindergarten vorstellen, was ich auch mal getan habe, und das hat mich dann endgültig auf diese Bahn des Geheimnisvollen gebracht, Kinder haben eine ganz tolle Antwort drauf. Die Antwort der Kinder ist, Gegenstände fallen deswegen nach unten, weil die, die nach oben fallen, weg sind. Und das hat mir immer gut gefallen. Und da dachte ich, das ist doch eine gute Antwort. Mit der kann man doch Spaß haben und sich Freude haben. Und vielleicht sind die Antworten der Naturwissenschaft genauso. Aber die Naturwissenschaften haben dann bis ins 17., 18. Jahrhundert gebraucht, am Beispiel von Isaac Newton, um zu sagen, Gegenstände fallen nach unten, weil es eine Schwerkraft gibt. Schön ausgedrückt, eine Gravitationskraft. Und heute muss man in der Schule so die Frage beantworten, warum fallen Gegenstände nach unten? Warum gibt es den freien Fall? Weil es die Schwerkraft gibt. Aber jetzt haben Sie doch noch gar nichts beantwortet. Jetzt haben Sie doch nur etwas, was Sie sehen und verstehen, in etwas verwandelt, was Sie nicht sehen und nicht verstehen. Denn die Schwerkraft sehen Sie nicht. Sie spüren sie vielleicht, aber sie ist geheimnisvoll. Denn Sie müssen ja erklären, wie die Kraft zustande kommt, wo Sie nur Masse haben. Also ich habe die Masse meines Hinterns oder meines Körpers und die Masse der Erde. Und zwischen diesen beiden Massen entsteht plötzlich eine Kraft. Und das können Sie ja jetzt Schwerkraft nennen. Aber Sie müssen es trotzdem erklären. Und meine Behauptung ist, dass jetzt dass der freie Fall weniger Geheimnisse enthält als die Erklärung der Schwerkraft. Und die Schwerkraft ist ja bis heute nicht in ihrer genau ich im Detail verstanden. Aber die Erklärung, die zum Beispiel die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein gibt, besagt, dass die Materie in der Lage ist, die Raumzeit zu krümmen. Durch die Krümmung der Raumzeit kommt eine Bewegung von Massen zustande. Und jetzt haben Sie es verstanden. Also was ich damit sagen will, ist, die Erklärung, die die Physik letzten Endes gibt, ist wesentlich geheimnisvoller als das ursprüngliche Phänomen. Und das ist durchgängig der Fall. Deshalb ist meine Behauptung, ist, dass die Physik keine Geheimnisse aufhebt, sondern die Geheimnisse vertieft. Und diese Behauptung ist diametral zu der Aussage der Soziologen oder Philosophen, dass die Naturwissenschaften die Welt entzaubern. Ich konnte das mit dem Entzaubern sowieso nie leiden, weil immer das Gefühl habe, dass das eine Beleidigung ist. Also wenn Sie jemandem sagen, er entzaubert etwas, dann beleidigen Sie ihn ja, weil Sie sagen, er macht es langweilig. Und mein Verdacht war immer, dass die Aussage der Soziologen, dass die wissenschaftliche Erklärung die Welt entzaubert, eine Beleidigung für die Naturwissenschaften sein sollte. Und sowas kann ich nicht ertragen. Albert Einstein hatte mal formuliert, das Schönste, was ein Mensch erleben kann, ist das Geheimnisvolle. Das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Wissenschaft und Kunst steht. Und Sie schreiben, es gehört nicht zu den ursprünglichen Zielen der Wissenschaft, Wahrheiten zu verkünden, wie es etwa Religionen tun. Besteht die Gefahr, dass immer dann, wenn man eine fixe, feststehende Wahrheit verkündet, das Denken gewissermaßen erstarrt? Jeder Lehrer, der sagt, er weiß Bescheid, wie Gravitation funktioniert, jeder Moderator, der im Fernsehen grinst und vom Teleprompter abliest, was ihm einer geschrieben hat und behauptet, er versteht, was er da liest, der nimmt uns das Gefühl für das Geheimnisvolle und ich betrachte das als Menschenraub. Da wird einfach sozusagen uns das Schönste, was wir haben, geraubt und zwar durch die Lehrer und die Medien und da möchte ich gegen protestieren und das ist auch die Intention des Buches. Jetzt haben Sie von Wahrheit gesprochen. Ich glaube, dass die Naturwissenschaften Wahrheiten formulieren können. Aber der Gag dabei ist, dass die Wahrheit so formuliert wird, dass sie ihr Geheimnis behält. Wir haben ja immer das Gefühl bei Wahrheit, dass sie danach alles klar sehen. Natürlich können sie Wahrheiten formulieren,
Jetzt lassen wir mal offen, wie man Wahrheit definiert. Aber wir tun so, als ob wir verstehen, was damit gemeint ist. Aber diese Wahrheit können Sie so formulieren, dass sie geheimnisvoll bleibt. Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, dass Atome keine Dinge sind und dass die Quantenphysik eine Welt erkennen lässt, die verschränkt ist. Das ist wahr, aber es bleibt geheimnisvoll, denn Sie müssen jetzt Verschränkung erklären und Sie müssen sagen, was sind denn dann die Atome, wenn sie keine Dinge sind? Und dann wird es viel schwieriger. Das heißt, ich glaube schon, dass die Naturwissenschaften irgendwelche Wahrheiten gefunden haben und die auch ausdrücken können. In meinem Buch zähle ich insgesamt 10 Stück auf als Risiko. Es geht aber ein Risiko ein, denn Wahrheiten, die widerlegt werden, sind keine. Aber ich gehe das Risiko ein. Aber diese Wahrheiten sind etwas, über die man weiter nachdenken und nachsinnen kann. Jetzt aber der andere Teil des Satzes, den Sie zitiert haben, ist, ich habe gesagt, es war nicht das ursprüngliche Ziel der Naturwissenschaften, Wahrheiten zu finden. Mit Sicherheit nicht. Dass die Naturwissenschaften, wenn sie erklären wollen, wie sie entstanden sind und wie sie sich entwickelt haben, haben 2 Ziele. Das erste Ziel ist ganz früh formuliert worden von dem griechischen Philosophen Aristoteles, den ich soeben etwas beschimpft habe, weil er nicht mit der Physik klargekommen ist, aber er ist mit den Menschen klargekommen. Und Aristoteles hat gesagt, alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Das ist genau das, was wir tun in der Wissenschaft, weil sie Freude an der Wahrnehmung der Welt haben. Und das ist richtig. Mhm. Wir sind sozusagen ästhetische Wesen. Wir lieben Sonnenuntergänge. Wir lieben das Glitzern von Licht auf Meeresoberflächen. Wir lieben das Funkeln der Sterne. Wir lieben das Aufbrechen der Blüten im Frühling. Wir lieben auch manchmal das Dämmerlicht im Herbst, das langsam dahinweichen des Tages. Das heißt, wir haben unglaublich viel ästhetische Bedürfnisse und Offenheiten. Und wenn Sie das erleben, haben Sie doch immer das Gefühl, wie kommt das eigentlich zustande? Das heißt, Sie wollen wissen, weil Sie erleben. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist dann etwa zum frühen 17. Jahrhundert formuliert worden. Da hatte der Mann, der das am besten oder am kürzesten formuliert hat, ist ein Mann namens Francis Bacon, ein Engländer, der hat das in die Kurzformel gebracht, Wissen ist Macht. Die schönste poetische Formulierung dieser Idee, also Macht, die man ausnutzen kann, um etwas zu tun. Die schönste poetische Formulierung geht meiner Ansicht nach auf Bertolt Brecht zurück, der ein Theaterstück geschrieben hat, Leben des Galilei. Und in diesem Theaterstück lässt er den Galilei sagen, ich zitiere, ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Bedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern. Das ist der Grundgedanke. Mhm. Da kommt von Wahrheit nichts vor. Mhm. Freude an der Natur und die Erleichterung des Lebens, das ist das Ziel der Naturwissenschaften. Von Wahrheit ist da keine Rede. Wenn wir in die Zeit vor der Aufklärung zurückblicken, schreiben Sie der Religion für das Leben des Menschen eine Bedeutung zu oder lässt sich das wissenschaftliche Denken mit Religion grundsätzlich nicht vereinbaren? Doch, ganz sicher. Also ich meine, zunächst mal glaube ich, dass wir nur erklären können, was wir wollen und tun, wenn man den historischen Blick öffnet. Und nach dem historischen Blick ist unsere Kultur dadurch geprägt, dass sie vor so etwa 800 vor Christus überhaupt den Blick an den Himmel gelernt hat. Dass man gemerkt hat, dass es so etwas wie eine andere Wirklichkeit gibt. Also in der englischen Sprache gibt es ja auch 2 Wörter für Himmel, Sky und Heaven. Den Himmel, in dem die Vögel unterwegs sind, in dem heute Flugzeuge fliegen, den kannte man immer schon. Aber damals hat man entdeckt, dass es noch einen zweiten Himmel gibt, der darüber ist. Und das ist der Heaven, in dem irgendein Herr ist oder in dem etwas anderes ist, in dem eine Ordnung ist, die eventuell mich bestimmt. Also so, dass die Menschen immer das Gefühl hatten, dass es so etwas wie eine Transzendenzmöglichkeit gibt, eine höhere Welterfahrung. Und damit hat man einigermaßen seine Entscheidungen politischer, ethischer, moralischer Art treffen können. Aber das bringt natürlich nicht sehr viel Wissen. Die Konstruktionen, die zum Wissen gehören, fragen ja immer, wie sich die Sterne bewegen, wie sich Planeten bewegen, welchen Ort die Erde in diesem Weltall oder Kosmos, wie das damals hieß, Kosmos als Ausdruck für die Schönheit des Weltalls, die man erkennen kann. Das sind immer Fragen gewesen, die man gestellt hat. Die hat man nur gewissermaßen verschoben, indem man sagt, das haben die Götter gemacht. Also die Götter machen Kreisbahnen, deshalb war ja bei Aristoteles und den griechischen Philosophen gab es eine Erde im Zentrum und dann drehten sich die Planeten auf Kreisbahnen. Das blieb bis im Mittelalter so, als Dante das antike Weltbild, das ja noch heidnisch war, christlich aufgeladen hat, indem er dieselben Kreise belassen hat, nur hat er außen dann noch einen Ort Gottes angebracht, das Elyseum, wo sozusagen der ursprüngliche Beweger all dessen ist und das Ziel in der göttlichen Komödie ist, da irgendwie hinzukommen.
Das wurde dann alles anders im 16. Jahrhundert, als Kopernikus den Vorschlag machte, nicht die Erde ins Zentrum, im Zentrum der Welt zu sich vorzustellen, sondern die Sonne. Das ist ein ganz einfacher Gedanke. Ich nenne das immer gern den Hausfrauengedanken. Denn wenn Sie ein Klavier haben und einen Schemel und Sie wollen beide zusammenbringen, dann würden Sie immer den Schemel bewegen. Die Leute wussten damals sehr genau, dass die Sonne sehr, sehr, sehr viel größer ist als die Erde. Warum sollte sich dann die Sonne bewegen, wenn sich die Erde auch bewegen kann? Es ist viel einfacher, sich den Gedanken vorzustellen, dass die Sonne im Zentrum als Wärmequelle, als Lichtquelle ruht und die Erde sich auf einer Bahn um die Sonne bewegt. Damit kann man dann auch die Jahreszeiten besser erklären, damit kann man Tag und Nacht besser erklären. Aber die Schwierigkeit, die Kopernikus hatte, war, dass er uns aus der Mitte der Welt gewissermaßen höher an den Himmel brachte. Es ist nicht so, dass er uns aus der Mitte entfernt hat, um uns zu degradieren, sondern er hat uns aus der Mitte genommen, um uns zu erhöhen. Denn in der Mitte, das ist der schlechteste Platz, wenn die Götter außen und oben sind. Also, und aller Schmutz fällt nach unten und in einem solchen Weltall ist unten Mitte. Also die Erde war die Stelle, wo aller Schmutz hinkam. Im Mittelalter war man damit einverstanden, aber in der dann in der beginnenden Neuzeit nicht mehr. Und das war einer dieser Gedanken, den Kopernikus dann verwirklicht hat. Übrigens, die Leute, die im Mittelalter angefangen haben, also über Gott nachzudenken, eine Theologie zu entwerfen, die Frage zu stellen, wie Gott eigentlich alles das arrangiert, was wir als Leben oder als Weltall erfahren, die haben auch angefangen, Aristoteles zu lesen oder andere griechische philosophische Texte. Und das sind ja heidnische Texte, die nicht nach dem Ursprung durch einen christlichen Gott fragen, sondern allgemein nach dem Verständnis fragen. Und die haben dann angefangen, sich Gedanken zu machen. Und dabei ist der Konflikt zwischen Glauben und Wissen entstanden. Und die spannende Frage war immer, dass zum Beispiel bei Albertus Magnus oder Ignatius von Loyola, wenn ich das Wissen vermehre, kommt dadurch mein Glauben in Gefahr? Das ist immer die spannende Frage. Und das war für die Leute wirklich ganz energisch wichtig. Also die wollten Wissen haben. Die haben ja auch Augen. Das aristotelische Prinzip funktioniert. Ich erlebe die Welt, ich habe Freude an der Wahrnehmung der Welt, ich merke, wie die Sonne scheint, ich merke, wie die Wolken sich bewegen und will das verstehen. Aber die Frage ist, kommt irgendwann etwas dabei raus, das im Konflikt mit meinem Glauben gerät? Und da war Albertus Magnus ganz vorsichtig. Also Glauben und Wissen ist immer ein spannendes Thema gewesen. Die meisten Dinge ist ja auch so, dass wir immer noch, selbst heute noch mehr glauben als wissen. Wie oft sagen Sie das? Ich glaube, dass das so ist. Sie sagen sehr viel weniger, ich weiß, dass das so ist. Und das Glauben-Wissensproblem hat auch noch eine andere merkwürdige psychologische Komponente. Wenn Sie etwas glauben, dann fühlen Sie sich sicher. Wenn Sie etwas wissen, fühlen Sie sich unsicher. Und weil Sie nämlich nicht sicher sein können, ob das Wissen hält, ob das bei der nächsten Erfahrung verloren geht, der Glaube nicht. Insofern sind die Leute, die glauben, besser dran als die Leute, die wissen. Und das hilft dem Glauben. Und abgesehen davon gibt es so eine schöne ironische Bemerkung von Erich Kästner. Wir haben es schwer, denn wir wissen nur ungefähr, woher. Jedoch die Frommen wissen sogar, wohin sie kommen. Wer glaubt, weiß mehr. Sie schreiben, wer sich sein aus Kindertagen vertrautes Gespür für das Mysteriöse bewahrt, das in allen Dingen steckt, wer sich das Grundgefühl nicht von den belehrenden Mächten der Gesellschaft rauben lässt, der findet als Erwachsener Freude am wissenschaftlichen Denken und am künstlerischen Schaffen. Was könnte man denn tun, um diesen Raub zu verhindern? Ja, einfach die Neugierde lassen und nicht immer sofort Fragen beantworten, sondern einfach offen lassen und eventuell auch manchmal sagen, ich weiß es nicht. Und dann mit den Jugendlichen, den Kindern, den Schülerinnen und Schülern die Fragen, selbst Fragen zu stellen. Man soll nicht immer so tun, als ob man das alles erklären kann. Und die meisten, ich glaube, die Lehrerinnen und Lehrer oder auch Erzieherinnen und Erzieher sollten einfach hören, was Kinder fragen. Ich gehe gerne in den Kindergarten und spreche dann mit den Kleinen, wenn die naturwissenschaftliche, dass sie sich interessiert sind. Und die stellen sehr gute Fragen. Also die erste Frage, die ich gestellt bekommen habe in einem Kindergarten, war, warum ist Zucker süß? Da können Sie natürlich jetzt mit irgendwelchen biochemischen Rezeptoren antworten, die in irgendeiner Form Nervenzellen aktivieren, die dann Dopamin ausschütten und so weiter. Und das, da können Sie alles Mögliche dazu sagen. Sie können auch erklären, dass Süßes existiert, weil es in der Zeit der Evolution schwierig war, an solche Stoffe ranzukommen. Und da hat die Evolution uns den Reiz
des Süßen verschafft, damit wir die Beeren, die Zucker haben, noch möglichst kräftig suchen. Da können Sie alles Mögliche sagen. Sie können aber vielleicht auch eine kindergerechte Antwort finden, die ich jetzt einfach Ihnen mal überlasse. Also ich, und die Kinder wollen dann auch fragen dann auch, warum poppt Popcorn? Oder ein Junge fragte ganz plötzlich, er wäre neulich mit dem Auto gefahren und da hätte man den Vollmond gesehen und während das Auto fährt, ist der Vollmond stehen geblieben, während die Bäume sich vorne alle bewegt haben. Wie kommt das eigentlich? Ja, sehen Sie, das sind doch spannende Fragen. Jetzt können Sie darauf eingehen. Sie können mit Schülern und Schülerinnen unglaublich viele Beobachtungen machen. Deshalb bin ich dafür, dass man zum Beispiel den naturwissenschaftlichen Unterricht durch Spaziergänge macht. Sie gehen einfach spazieren, am besten an einem Fluss entlang oder über eine Brücke oder durch einen Wald. Sie hören das Rauschen, Sie hören Töne, Sie können den Grund, wie der ausgestattet ist, anschauen, wo Steine liegen oder wo keine Steine liegen. Da können Sie viel mehr Fragen beantworten, die Schüler stellen und nicht die Fragen, die im Lehrbuch abgehandelt sind. Und dann ist es auch so, was uns wahrscheinlich am meisten beschäftigt oder am meisten reizt vom Sinn, von der Sinneswahrnehmung her, ist das Licht. Und Sie müssen mal einfach überlegen kurz, wie viele schöne Wörter wir für das haben, was Licht tut. Licht leuchtet, Licht glitzert, Licht scheint, Licht wärmt, Licht strahlt und so weiter. Also Licht ist toll. Und was passiert im Physikunterricht? Da wird das Licht in einen schwarzen Strich verwandelt, der auf einen anderen schwarzen Strich trifft und dann sagt der Lehrer, hier haben wir das Reflexionsgesetz. Und das kann Sie nur langweilen. Es interessiert Sie überhaupt nicht als Schüler, ob Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ist. Sie interessiert, wie Farben zustande kommen, warum Sterne funkeln, warum Licht wärmt. Das sind so Dinge, die bekommen Sie aber in der Schulzeit nicht beantwortet oder wenn nur, dann durch eine andere Formel. Und das treibt Ihnen das Gefühl für das Geheimnisvolle aus. Und dann kommen die, und meine Standardformel ist die dafür, Kinder gehen ästhetisch neugierig in die Schule und werden begrifflich gelangweilt nach Hause geschickt. Und das ist die Katastrophe unserer Bildungsanstalten. Herr Fischer, Sie stehen dem Bildungssystem kritisch gegenüber, weil Menschen, die sich als gebildet bezeichnen oder sich so benehmen, oft, wie Sie schreiben, erstaunlich wenig Ahnung von Naturwissenschaften haben. In Ihrem Blog schreiben Sie, Naturwissenschaft und Bildung gehören in Deutschland nicht unbedingt zusammen. Was müsste sich denn grundlegend ändern? Ja, also ich meine, diese These, die kommt her aus meiner Erfahrung mit dem Buch von Dietrich Schwanitz von 1999, Bildung, alles, was man wissen muss. Da ist, glaube ich, ein 600-Seiten-Buch, da gibt es 2 Seiten über die Naturwissenschaften drin. Und da wird explizit gesagt, dass die Naturwissenschaften nicht zur Bildung gehören. Also das finde ich erstmal skandalös. Ich bin auch überzeugt, dass Schwanitz das nicht aus Überzeugung geschrieben hat, sondern aus Profitgründen. Und das ist aber dann noch skandalöser. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Die Frage ist, was muss sich ändern? Die Diskrepanz zwischen den beiden Kulturen, also der naturwissenschaftlichen und der literarischen, philosophischen Kultur, die ist ja in den 1950er Jahren zum ersten Mal beschrieben worden von einem englischen Politiker, Dichter, Physiker, Charles Percy Snow. Der spricht von den 2 Kulturen und der sagt, der Unterschied ist darin, dass in der einen Kultur spricht man über Shakespeares Sonette und in der anderen Kultur über den 2. Hauptsatz der Thermodynamik. Und die Leute, die über Shakespeares Sonette nachdenken, die haben keine Ahnung vom 2. Hauptsatz der Thermodynamik und sind auch noch stolz darauf. Während wenigstens die Leute, die mit dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik beschäftigt, niemals zugeben würden, dass sie Shakespeares Sonette nicht kennen und wahrscheinlich auch mal im Theater waren und Shakespeares Stücke gesehen haben. Aber der Unterschied, den ich an dieser Stelle mache, ist folgendes. Im ersten Fall, bei Shakespeares Sonette, geht es um eine Person, um Shakespeare. Im zweiten Fall nicht. Da geht es nur um eine abstrakte Größe. Es gibt noch so eine ähnliche Formulierung von einem österreichischen Physiker, Viktor Weisskopf, der mal die Frage, wie eine bessere Welt aussehen müsste, geantwortet hat. Eine bessere Welt kommt dann erst zustande, wenn die Menschen sowohl Mozart als auch die Quantenmechanik kennen. Sehen Sie denselben Unterschied. Auf der einen Seite wird eine Person genannt, auf der anderen Seite eine abstrakte Größe. Und meine ganz einfache These ist die, wir würden mit den Naturwissenschaften viel besser umgehen, wenn wir uns wirklich klar machen, dass Wissenschaft von Menschen gemacht wird. So wie
Musik von Menschen gemacht wird, Kunst von Menschen gemacht wird. Nur kennen wir diese Menschen nicht. Und wir kennen diese Menschen nicht, weil sie auch nie vorgestellt werden. Wir erfahren immer nur von der Quantenmechanik, von der Thermodynamik. Und der einzige Mensch, den wir ab und zu mal kennen aus der Wissenschaft, ist Albert Einstein. Aber den kennen wir nur, weil er meine Zunge rausgestreckt hat. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was Einstein wirklich gesagt, gemacht, getan hat, wird es schon schwieriger. Übrigens, ich glaube auch nicht, dass die Leute sehr viel wissen, was Shakespeare gemacht, gedacht und getan hat. Aber sie kennen den Namen Shakespeare. Und der Name Shakespeare kommt ihnen vertraut vor, so wie der Name von Menschen vertraut vorkommt. So meine Grundhaltung ist die, wir müssten sehr viel mehr über die Menschen erzählen, die die Wissenschaft getrieben haben. Und da sind ganz spannende Geschichten. Und diese Geschichten müsste man eventuell in einer poetischen, dramatischen, theatralischen Form vorführen, sodass gewissermaßen die Menschen als auch in ihrer inneren Gespanntheit und ihrer Anstrengung sichtbar werden. Also mein Musterbeispiel, was ich mal gerne vorstelle, ist eine Frau, Lise Meitner. Lise Meitner war 60 Jahre alt, als sie 1938 von den Nationalsozialisten aus Berlin vertrieben wurde. Also sie ist Österreicherin, österreichische Jüdin, aber bis zum Anschluss Österreichs war sie geschützt. 1938 wurde sie aber vertrieben. Sie musste jetzt plötzlich schlagartig ins Ausland fliehen und sie hat aber ein Exil gefunden in Schweden. Das ist ein offenes, weiches, warmherziges Land, aber ein Land, dessen Sprache Lise Meitner nicht gesprochen hat. Jetzt war sie, bevor sie das Berlin verlassen musste, mit Experimenten beschäftigt, die eine Riesenkonsequenz hatten. Sie war mit den Experimenten beschäftigt, sie hat Neutronen auf Urankerne geschossen. Und die hat gedacht, dass der Urankern das Neutron einfängt und größer wird und dann entstehen Transurane. Und das haben auch ihre Physiker, die sie am Institut hatte, mit ausgerechnet. Und dann musste sie das Land verlassen und ihre Arbeit wurde weitergeführt von Otto Hahn. Otto Hahn ist vor allen Dingen Chemiker. Und er hat als Chemiker nicht überlegt, wie die Physik funktioniert, sondern was kann er als Chemiker nachweisen, welche Stoffe entstehen. Und dabei hat er gemerkt, wenn Neutronen auf Uran stoßen, dann entstehen keine größeren Elemente, sondern kleinere. Es entsteht Baryon und Krypton. Und das hat er genau bewiesen und war verblüfft. Und schreibt jetzt einen Brief an Lise Meitner, die in kurz vor Weihnachten 1938 in einem tief verschneiten Landschaft in Schweden diesen Brief bekommt. In diesem Brief steht, dass Uran geteilt ist in Baryon und Krypton. Sie ist die Erste, die das weiß. Aber sie ist Physikerin und sie weiß auch, dass Baryon und Krypton zusammen leichter sind als das Uran. Das heißt, sie weiß, dass einige Masse verschwunden ist und sie weiß auch, wo die ist, nämlich als Energie. Das hat Einstein ja 1905 gezeigt. Energie und Masse sind äquivalent. Lise Meitner kann sich also ausrechnen, wie viel Energie frei geworden ist in dieser einen Reaktion. Und sie weiß auch, dass dabei zwei weitere Neutronen entstehen, dass die Reaktion als Kettenreaktion weitergehen kann. Das heißt, sie weiß plötzlich, als einziger Mensch auf der Welt, 60 Jahre einsam in Schweden, kurz vor Weihnachten, dass man Atombomben bauen kann. Und meinen Sie nicht, dass sein inneren Monolog wird, ein Film wird, wo man einfach zeigt, wie das, was die Frau sich dabei denkt, was eine großartige Person der Wissenschaftsgeschichte für Empfindungen hat und das eventuell mit anderen diskutiert. Ich kann Ihnen das jetzt sachlich so mitteilen und Sie können sagen, ist aber eine tolle Geschichte. Ja, aber Sie müssen das jetzt umsetzen. Das muss gewissermaßen ein Theaterstück werden, ein innerer Monolog werden. Und ich bin auch überzeugt, dass Menschen dafür sich begeistern würden, zuschauen würden, dann ein Mitgefühl mit Lise Meitner bekommen, dadurch ein Mitgefühl für die Wissenschaft, dadurch ein Mitgefühl für das Geheimnisvolle. Und das ist das Schönste, was uns passieren kann. Und Sie würden mehr wissen. Und die Leute würden mehr wissen, die Leute würden auch Freude haben und sie würden natürlich als nächstes fragen, wo kommt das denn her? Dann würde man bei Otto Hahn weitermachen. Und dann würde man fragen, was hat denn der Otto Hahn für Assistenten gehabt? Dann kommt raus, das war Karl Friedrich von Weizsäcker. Ha, da sind Sie plötzlich in einer riesen Geschichte drin. Plötzlich aus dieser einen Beobachtung können Sie die ganze Geschichte der Kernphysik erzählen und Sie merken gar nicht, dass Sie über Physik sprechen, weil Sie von einem Menschen zum anderen springen. Das ist meine Grundidee. Das wissen wir eben nicht. Wenn Sie von Kernphysik sprechen, dann denken wir an irgendwelche Akademien, Institute, Einrichtungen, also alles Abstraktes, Neutrales, was mich eigentlich nichts angeht. Warum soll mich angehen, was da und da für ein Institut für welche Ergebnisse gemacht hat? Aber wenn ich die Menschen kenne, die das gemacht haben, wenn ich das Leiden der Person kenne, das Glücksempfinden der Person, die Schmerzen, die ganzen Erlebnisse, die dazugehören, dann wird das spannend. Und dann kann man auch sowieso klar machen, dass es in der Physik, in der großen Entwicklung der Physik im frühen 20. Jahrhundert
nur solche, also ganz merkwürdige Emotionen gab. Max Planck zum Beispiel war verzweifelt über seine Theorie. Manche, der Niels Bohr, der große dänische Physiker, hat gesagt, bei dieser Theorie kann man nur verrückt werden. Also ich wollte nur sagen, da sind richtig emotionale, menschliche Dimensionen in dieser ganzen Geschichte. Und da bin ich der Meinung, dass man da sehr viel mehr draus machen könnte, als dass man das einfach irgendwo abhakt. Herr Fischer, vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch.